Ja, voll um. Sehr schön. Sehr gut, mir. Du bist schon leer, du auch. Dann schauen wir mal bei denen da. Und bei der da. Nein, die andere Person. Tschüss. Kommt schon wieder eine dazu. Da legt er sich in die Badewanne und lässt es gut gehen. Ja. Ja, auf der anderen Seite, sonst müsste ich mit dem stinkenden PC rumrennen. Ich finde es okay, dass er sich baden geht. Level up. Ja, schön. Außerdem gibt es so schön Level. Hm. So. Verdammt. Oh Mann, den ganzen Müll hier wegmachen. Ach, eine Hose war das. Moment, kleine Zumbina, ich bin noch beim Looten. Jetzt bin ich da für dich. Okay. Oh, verdammt. Wenn ich so weitermache, brauche ich das erste Repair-Kit bald. Wie schaut es mit deinem Blunderbuss aus? Der hält doch viel kürzer, oder? Der ist noch bis zur Hälfte, aber ich brauche ihn jetzt eh nicht mehr. Weil keine Muni? Na, erstens einmal das und zweitens brauche ich ihn für die Quest jetzt nicht mehr. Ach so. So, da kommt's her. Dafür gibt's auch. Achso, das sind die, ja. Oh, ein grüner. Nee, habe ich gerade keinen Bock. Ich brauche ein Tier. Ein Tier brauche ich noch und am besten mit rotem Fleisch. Mich bringt nichts aus der Ruhe? Nö, stimmt nicht. Mich bringt wenig aus der Ruhe. So. Aha. Jetzt wird jetzt alle weggeschaufelt. Bitte schaufelt die Zombies weg. Brauchen wir schon Benzin? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden es auch nicht brauchen. Und da höre ich einen Wolf. Da hinten ist er. Was ist denn das? Es gibt ein Cargo Center. Mhm. Ein Poppen Pills und was ist das? Ja, da, ich glaube, auf der Seite bin ich gleich reingelaufen. Aha. Die Autos schauen alle sehr merkwürdig aus. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? So. Also die Stadt schaut echt komplett anders aus als in RH3. Ja. Ja, sie haben ordentlich herumgewerkt. Ja, ja. So. Mhm. Das Ritzelbritzel macht dich nervös. Aber es stimmt schon, das rote Fleisch könnte ich mir vom PC schnorren. Er wird es mir wahrscheinlich eh geben und sagen, da hast Koch was. Ja, ich bring's das gleich. Ich hab die Quest gleich. Ja, ja, nur mit der Ruhe. Ich bin eh auch gerade unterwegs. Ich brauche ja auch noch ein Tier. Ich weiß nicht, ob ich dafür gerade in der richtigen Gegend bin, aber okay. Schon wieder so Gefangener. Bleibst du stehen? Nein! Warum sollte ich? Einfach. Nein, ich meine das Reh. Mhm. Achso, Britzelzombies, gerade in der Mod so. Gibt es das immer. Ich weiß nicht, dieses Ritzelbrüssel dürfte ihm gefallen. So, Quest erledigt, jetzt kannst du das Fleisch haben. Okay. Ja, leg's am besten neben einen Advanced
Acquired Wine. 5 Stück. Ich habe 3, aber notfalls stellst du her. Die sind ja wirklich billig. Ja, kann ich. Kannst nicht? Ach, jetzt kommt. Weiß ich nicht. Ach so. Da brauchen wir denn das Rezept dazu? Nö. Ja, nicht. Nö. Also es sah zumindest nicht so aus. Oh, verdammt. Und wie viel Schutz habe ich noch? 5. Was für Schutz? Schuss. Also Schuss. Was brauchst denn du zum Herstellen von deinem Schuss? Den Ammunition Table oder was? Nein, gar nichts. Ich brauche nur Papier. Habe ich in irgendeine Kiste gelegt. Und Schießpulver brauche ich. Und Steine. Sollte aber machbar sein, oder? Ja, eben. Das Einzige, was man nicht... Was blöd ist, ist Schießpulver vielleicht. Haben wir auch schon. Ja, ja. Aber alles aber andere findet man ja. Ja. Sehr brav. Noch mein kleines. So, die 3 Tiere habe ich erledigt. So. Hast du noch was? So. Mein Twein. Ah, ein Twein habe ich noch gefunden. Ja. So, was gibt da Autoreifen? Ja, da gibt es Rubber. Okay. Brauchst du Rubber? Nein. Ich brauche Scrap. Brauchst Plastik. Plastik, genau. Okay. Habe ich 2 Stück. Sehr gut. Und es gibt gar nichts. Ah, die kleinen, diese kleinen weißen Quadrate, auf der, die man zerschlagen kann, die im Boden liegen. Die geben auch Plastik. Die geben meistens Papier. So? Okay. Ja. Papier oder Plastik können die auch geben, scheinbar. Aber das ist ein County Jail, ist doch ein schönes Gebäude. Ein Haus aus mit Beton ummantelt. Unser Haus besteht auch aus Beton. Übrigens brauche ich gar kein Plastik, ich habe genug. Okay. Bei dem County Jail ist nur die Rückseite doof. Okay. Die gehen nicht ziemlich hoch nach oben, das heißt, die würden sich drunter durchgraben. Der Wolf hat mich nicht gesehen. Eine Schreierin. Dort, wo ich jetzt bin? Nee, da, wo ich bin. Nein, ich meine das County Jail, wo ich bin. Ach so. Nö. Oh, die Schreierin schaut ja noch nett aus. Nicht. Wieso schaut die nett aus? Weil es die Texturen von der auch nochmal anpasst haben. Okay. Achso, da gibt es mehrere County Jails. Aha. Ich bin jetzt beim 2. Mhm. Oh, dieser Bild ist zu groß für mich. Was ist das? Pass and Gas, okay. Oh, Schlange. Oh, so ein. Ich hab so einen Rüstungszombie. Cool. Okay. Hostel. Verbarrikadiert. Wer brummt mich da so an? Ich nicht. Bist du das? Was ist denn das? Brumm mich nicht an. Okay, der war heif. Der war auch heif. Was ist denn das? Zombie. Daneben. Danke.
Das ist cool, die kann da richtig helfen, die Dame. Ja, eh. Die tankt den ja richtig. Ja. Wo haben das Taxi die Hitbox? Ich hab da wieder ein Auto, wo ich keine Hitbox finde. Ah, da. Also du schaust sie, dann ist beleidigt. Sag einmal, was haben die für eine Reichweite? Hat dich etwa die Autoalarmanlage angelockt, ha? Gib's zu! Die sind. Habe ich das Auto jetzt gelootet oder nicht? Wie spät haben wir es? So spät, dass wir heim sollten, denke ich. Ich muss auch einmal baden gehen. Aber die läuft mir nach, das ist das Problem. Und die ist ja nicht allzu langsam, die Dame. Mhm. Ach, jetzt. Ach, ja. Ich finde das Schild einfach niedlich. Also ich verliere ständig Leben. Und wieso? Ja, weil ich die eine Minor Infection habe. Ach so. Schätze ich halt einmal. Und gegen kann, die kannst du nichts tun? Ich weiß, es ist alles ausgegraut. Ja, nimm's doch einfach. Dir wird ja unten angezeigt, was du dagegen nehmen kannst. Ausgegraut ist ja nur, wenn du es nicht hast. Ja, ich hab's ja. Das ist es ja. Und das ist trotzdem ausgegraut. Okay. Soll ich da aufschreiben, damit du das verstehst? Ja, bitte. In dreifacher Ausfertigung. Kann gerade nicht. Die verschwindet mit der Zeit, sagt die Sternspringerlupe. Das glaube ich aber nicht, oder? Ja, weiß ich nicht. Es stehen eine Reihe Sachen mit Honig etc. alles drunter. Sind aber ausgegraut, als hätte ich es nicht im Inventar. Unter anderem auch Painkillers. Die habe ich im Inventar, aber es ist ausgegraut. Okay. So, warte, wo waren wir? Ich habe jetzt nur 43 Leben. Ach, doch, habe ich doch gern. Aber Painkiller kannst du trotzdem nehmen zum Leben steigern wieder. Ja, mache ich jetzt eh. Wenn ich es finde, Moment, da ist schon wieder ein Zombie. 2 Stunden habe ich noch zum Baden. Was war das? Eine Shotgun. Ach, daneben. Wir hätten uns dieses Bad kennzeichnen sollen. Das ist eh auf der Map. Ah. Im Norden irgendwo. Ach, das sind mehr als einer sogar. Hm. Ja, aber in das will ich nicht rein. Also nehmen wir das da. So. Und die Sensenfrau sagte, sie hatte sie auch und die ging nicht weg. Nobert sagt, es ist eine Erkältung, die dauert 14 Tage oder 2 Wochen. Sind sie nicht alle nett zu dir? Ja. Wohin renne ich eigentlich? Das weiß ich selber nicht, ja. Vielleicht hat sie jetzt was geändert. Ich schau nochmal nach. Jetzt kann ich Vitamine nehmen. Na, siehst du. Painkillers sind aber immer noch ausgegraut. Okay. Reagiert mich auf alles oder so? Keine Ahnung. Oder ist das weiß und nicht grau? Ist doch ausgegraut, oder? Ist doch wurscht. Antibiotika wurde mir nach 30 Minuten angezeigt, habe es genommen und es dauert dann, bis es wirkt. Ja, genau. Recovering 5,9 Stunden.
Nein, nein, nein. Oh Gott, jetzt renne ich gegen einen Wolf auch noch. Verdammt nochmal. Alles okay, PC? Nö. Der okay. spielt gerade mit Zombie. Der Gefangene da oder was? Nein. Ja, achso, der Gefangene. Sag nicht, der ist neben unserem Haus. Nein, ist er nicht. Die Häuser da schon auch super aus. Sicher ist er neben unserem Haus. Nein, er war vorher zumindest nicht daneben. Also. Ja, jetzt ist er daneben. Okay. Dann sollte man wegmachen vor 22 Uhr. Na gut. Irgendwie? Ja. Das ist doch gar kein. Oh, ich habe das gelernt. Craft. Ach da. Mhm. Psst, ich habe nichts gemacht. Nein. Alter. So. Ist der Bo jetzt? Oh, bitte. So. Dann machen wir ihn weg. Solange noch mit dem. Hinter mir war ein Pool. Ja, ich gehe jetzt darüber zu dem, weil da weiß ich ziemlich sicher, dass er noch ist. Und danach schaue ich mir die Karte nochmal in Ruhe an. Ah. Oh. Was will er? Seine Aufmerksamkeit. Fresh Air hat er gesagt. Okay. Hast du schon wieder Zombies, die mit dir reden? Naja, das ist der Häftling. Okay, jetzt habe ich keine Munition mehr. Oh. Der kann man nicht durchfressen. Verdammt. Mir wurde alle 60 Sekunden Leben abgezogen. Ja, das war bei mir auch so. Dann am besten Schlafsack und auf die Heilungsmatte abwechselnd gehen und man braucht viel Essen und Trinken, sonst stirbt man. Naja, okay. So wie bei einer Verkältung, da hat der Nobert recht. Oh, ich habe ihn zerlegt. Sehr gut. Hat aber nichts drinnen gehabt. Mhm. So. Ich gehe jetzt rein. Ja, ist okay. Wo ist rein? Finden wir wieder den Eingang nicht. Wollen wir nicht wieder? Okay, das dauert ein bisschen. Was? Ja, ich mag das da unten, die Tor nicht. Da hast du gesehen, wie schnell die unten durch waren. Dass wir vielleicht wieder so eine Rampe bauen, basteln. Können wir machen, ja. Und den Stein da weghauen, packen. Oh. Hm? Dann kann man denn die Storage Skill bauen. Construction Tools 10 habe ich vorher gerade schon geschaut. Das machst du diesmal dann du. Ja, habe ich vor. Sag einmal, was ist jetzt mit der. So. Wo ist jetzt? Leg mal einen Bogen bitte haben? Mal rein. Ich suche schon Twine. Ich leg ihn dir rein. Genau. Ich werde ihn nachher suchen. Nein, ach verdammt. Aha. Also man kann aber nicht jede Türe knacken. So. Findet man irgendwo welchen Skill man braucht? Nein, wahrscheinlich nicht. Trinken, essen. So. Also viel verschiedene Sachen kannst du noch nicht herstellen, oder? Viel was? Unterschiedliche Sachen zum Essen. Was fehlt's denn? Am Butcher's Knife?
Okay. Dieses Ding wolltest du nicht hören, oder? Nein, wollte ich nur wissen. Um das zu machen, wie wir zum Beispiel das letzte Mal gehabt haben, brauche ich als Butcher's Knife zum Zerteilen vom Fleisch. Aber das Rezept hast du. Jetzt bin ich schon wieder. Also. Ja, machen könnte ich's. Ah, verdammt, ich muss ja. Ich habe schon Twine gefunden. So. Also, das mit dem Schlossknacken finde ich cool. Ich werde noch wahnsinnig. Jetzt hast du dich in eine belegte Kiste reingemüllt. Nein, die war leer. Die war komplett leer. PC, jetzt geh raus. Da ist ein 300er Knüppel, den ich vorhin gerade reingeworfen habe. Echt? Und da ist plötzlich ein Old Radio drinnen, was ich noch nie in der Hand gehabt habe. Ich habe mir gedacht, das passt zu deinem Fernseher. Der Fernseher steht im Büro, ganz woanders. Noch wahnsinnig. Ich weiß. Jetzt renne ich gegen die. PC, alles okay? Nein. Okay. Defensive Spike ist sehr gut, die blutet sofort aus. Ich bin bisher noch nicht dagegen gerannt. Was kostet die eigentlich? Ich sag's dir gleich. Achso, ich habe mir gedacht, du weißt das vielleicht spawnen. Was? Ja, ich habe gesagt, du blutest gleich aus. Ich bin. Okay. Die Türen kannst du noch normal aufhacken. Ja, kannst du auch, aber auf der anderen Seite gibt es diesen Lockpick-Skill und den skillt man am leichtesten damit, dass du Türen einfach so öffnest. Oder saves. Oder es war irgendwas anderes, das mich gekillt hat. Kann natürlich auch sein. Hast du vielleicht zu wenig HP gehabt? Eine Aufklärung. Wüsste ich jetzt nicht. Könnte ich jetzt nicht sagen. Okay. Noch stehen keine sachdienlichen Hinweise im Chat. Ja, ich möchte es noch mal probieren. Nee, bitte nicht. Ich habe übrigens schon Bier. Kannst dich demnächst ansaufen. Was habe ich denn da gefunden? So, gemluten. Einen Twine habe ich bisher. Du brauchst den Twine dann auch fürs Rack, oder? Also zum Trocknen vom Leder. Oh. Eine Feierabend. Ja. Bei Männern im reiferen Alter ist zu viel Aufregung nicht gut, was zu beweisen war, schreibt der Blue. Ah ja. Ab nach China mit ihm. Lass mir die Katze in Ruhe. Wir hatten bei unserem Spiel auch das Problem, dass einige aus unerklärlichen Gründen sterben. Leben voll, essen, trinken voll, keine Infektion oder ähnliches. Das heißt mein erster Tod war ja in Radioaktivität, ne? Ja, das hatte ich ja auch gleich beim allerersten Einloggen in die Mod. Also da hatte ich 100 Leben. Mhm. Als ich es bemerkt habe, hatte ich nur 20 und dann wollte ich rauslaufen aus der Zone. Ja. Aber ich war schon draußen, weil ich konnte ja den Lootbäcker wieder aufnehmen. Mhm. Das hat mir ja nichts. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich denke aber, da sind halt vielleicht auch noch einfach Fehler drinnen. Ja, das Problem ist nur, es wird nicht angezeigt, so, hallo, Achtung, Radioaktivität oder so, ne? Das steht nur ganz klein unten links in der Ecke. Ja, was ich weiß, also die UI, das ist ja auch eine, die es schon gibt, die er da verwendet. Wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, nein, das ist überhaupt das Problem, was ich mit dem ganzen Spiel habe, ne? Bei links unten, das ist nicht der Platz, wo ich hinschaue. Ja, klar. Für mich ist links unten super. Ich meine, mein Monitor steht ja auch links. Ich habe dafür das Problem, dass ich übersehe, was rechts steht. Das ist bei mir Standardproblem. Na gut, aber das Essen übersehst du ja auch, oder? Nein, das übersehe ich nicht. Ich ignoriere es nur. Das ist ein Unterschied. Ah ja. Meistens weiß ich's.
Ist ja voll fies, die haben vor diesen ganzen Kühlschränken Metall gehängt, damit ich länger brauche, bis ich reinkomme. Ja, Lockpicks. Das Metallgitter werde ich nicht aufschließen können. Ja, weiß ich nicht. Das sind so Zaundinger. Das wundert mich gar nichts. Da lacht mich ein Vogel aus. Aber du hast recht, ich habe jetzt so viel Metall, ich kann mal wieder Lockpicks herstellen. Noch eine Verwendung für Metall, oh Gott. Ja. Ah, was hat denn der? Der Ravenhurst-Entwickler hat von 14 Modsachen die Ideen entliehen. Und dabei sind ein paar kleine Bugs normal. Ja, dafür rennt es eigentlich eh sehr gut. So, so der Chris. Der Chris tut so, als ob hinter mir wer rennt. Aha, verstehe, Chris. Verstehe. Oh. Dieser Kindertagesstätte hast du was gefunden, gell? Das letzte Mal, ja. Mhm. Also neben dem Spielplatz. Willst du jetzt gleich rein, schon so in der Hoffnung? Haha, ich habe ein Batschus, ne? Ich bin gerade da. Nein, kann ja sein. Ja, klar. Ich meine, ich weiß, dass es random ist, aber... War das in der Küche? Nein, hinten im oh ja, in der Küche vorne war das Butcher's Knife. Ach super, ich habe eine Wanderhorde. Okay, ich muss zuerst die Wanderhorde da beschäftigen. Viel Spaß. Ja, ich bring's zu dem Gefangenen darüber. Oh, Papier ist gut. Und zu der schwarzen Typin da. Typin. Kommt schön mit, Leute. Schaut, das sind Leute, die haben euch gern. So ist das schön. Ich habe eine Zitrone gefunden. Eine Zitrone? Cool. Ja. Zitronen waren mal jetzt neu. Ja. So. Machen es. Echt? Meine auch. Ja. Sind nicht sehr einfallsreich. Nein, das sind nicht nett. Und seine Schüssel habe ich auch gefunden. Ein Blade. Der Gefangene hat sogar ein Messer in der Hand. Ist das ein Gefangener? Ich bringe ihm gerade die Wanderhorde. Ach so. Ich lasse die zwei gerade die Wanderhorde erledigen. Zumindest probiere ich es. Irgendwo habe ich zwei auf einen Haufen gesehen. Ja, ich habe da beide. Achso, sehr gut. Kämpfen die eigentlich gegeneinander auch? Ich weiß nicht, im Moment kämpfen schön gegen die Zombies, die ich im Kreis an ihnen vorbeiführe. Okay. Ich renne im Kreis um die zwei und warte, bis sie mit den Zombies fertig sind. Ah, jetzt ist er reingegangen, der Zombie. Mhm. Ist die Wand entlang geschlichen und jetzt hat er wieder umgedreht und ist wieder rausmarschiert. Okay. Eine Wrench. Sehr gut. Hellfire. Ja, ich meine den in Orange. Der mit dem Country Jail am Rücken. Ist er wieder da? Es gibt jetzt zwei Arten von Zombies, die helfen einem indirekt. Also sagen wir so, sie helfen einem nur solange andere Zombies da sind. Wenn sie mit denen fertig sind, dann gehen sie auf dich. Außer du schlagst das an, also wenn du sie anhittest, dann bist du dran. Die haben grüne Augen, diese Viecher da. Die zwei. Also es ist der orangene und da hinten die in schwarz. Die kleine da. Mhm. Au! Ach, da hat sich gerade eine dritte Ratten dazu gesellt. Cool. Es sind jetzt schon drei. Ja, ja. Ich bin die Wanderhorde gleich los. Kannst aber beobachten, ob die Banditen mit ihr kämpfen? Sobald sie damit fertig sind, ja. Im Moment kämpfen sie zu zweit gegen einen Zombie, die schwarzen Damen. So kann ich das nicht. Ich habe doch Munition gebastelt, oder? Habe ich das falsch gebastelt?
Habe ich anscheinend das falsche gebastelt. Und der Country-Jail-Typ, ich weiß nicht, ob der AOE-Schaden hat oder ob er einfach jeden einfach einmal anschlägt, aber der hat deutlich mehr als einen Zombie an sich. Wohingegen die beiden Damen, die bekämpfen sich jetzt übrigens gerade gegenseitig. Okay. Ach nee, da ist noch ein Zombie. Okay, gegen bekämpfen's. Ah, verdammt. Und der andere Typ schafft sich eine ganze Meute und der hat momentan zwei Dickies, dicke Damen und zwei von den dickeren Herren. Ja, oh, da war ein Zombie, den ich jetzt übersehen habe. Naja, weißt du, Edo-Kolber, ich habe gerade beobachtet. Die war aber vorher nicht da. Wer? Die gerade gespawnt sind. Wer? Im Haus. Zombies? Ja. Nicht in unserem. Ach so. Dort, wo ich gelootet habe. Ich habe die Küche gelootet, ja? Mhm. Dann war ich aber... Die fressen die Zombies. Was heißt, die fressen die Zombies? Die schwarze Dame setzt sich auf diesen Zombie und frisst ihn. Naja, hat dann Hunger. Mhm. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Nix, das war ja auch nur eine Info für dich. Also die kämpfen eindeutig zu zweit gegen einen Zombie. Also die helfen miteinander. Wenn der jetzt noch wer spawnt, dann die Krise. Kämpfen sich die Zombies jetzt schon gegenseitig? In der Ravenhurst 4-0, ja. Aber das ist eben die Mod. Du kannst quasi die Zombies gegeneinander ausspielen. Bis zum gewissen Grad. Hallo? Ja? Hallo? Ja? Ah! Okay, das war... Nein, der Zombie ist einfach stehen blieb. Dann bin ich näher geritten. Geritten? Nein, ich kann... PC reitet zu den Zombies? Nein, ich wollte sagen, näher geritten. So. Ah ja. PC gleitet zu den... Was ist mit den Zombies los, sag? Weiß ich nicht. Oh. Vorher bewegt er sich nie gar nicht und jetzt rennt er. Hilfe! Der ist fast fertig mit denen. Ja. Ach, verdammt. So, jetzt habe ich eine Bite Mark. In der Mod kann man aber auch die Tiere gegen die Zombies ausspielen. Die hat schon wieder den Zombie gefressen. Naja. Mädels, die haben Hunger. Kommt sie her? Vielleicht schwanger? Ich weiß nicht. Sie kommen, sie sind schneller als ihr. Und jetzt hängen sie gleich an der dicken Dame. Aber wieder beide. Ja, die kämpfen zu zweit. Ja, jetzt habe ich den schon wieder zu früh gelootet. Ja, also die Horde ist weg. Danke, ihr drei. Ich lasse die jetzt mal fertig kämpfen. Ich schaue nachher, ob sie sich gegenseitig bekämpfen. Währenddessen versuche ich jetzt das Shambi fertig auszuräumen. Nein. Was nein? Spawnt da schon wieder einer. Okay. Oder klopft zumindest. Ja, da war es schön ruhig. Hm. Das habe ich ja alles schon. Eine Locktour, okay. Aha, bei der Tür wahrscheinlich war ich drauf. Nächstes Mal bitte ein Haus mit Küche. Oh. Oh. So, wie voll ist denn jetzt mein Inventar? Gehst du da runter? Wie weit ortet denn der die Zombies?
Nein, er hat sich jetzt gerade verzogen in ein Haus, wo ein Zombie noch drinnen war. Okay. So, ich wollte Twine suchen. Was wird denn das jetzt? Wie viel Twine hast du schon? Ich weiß es nicht. Okay. Da werde ich kein Twine finden. In dem Haus beim Spielplatz warst du jetzt schon? Beim Haus beim Spielplatz? Mhm. In der Kindertagesstätte? Ja, da bist du gerade, oder was? Ja, da bin ich gerade, ja. Okay. Was habe ich heute? Ah, da ist noch. Da bin ich aufgehalten worden. Eine Gans. Ist die süß gemacht. Das sag ich ja. Bleib da, kleine Gans. Das heißt aber auch, man kann überall tote Zombies rumliegen haben. Mhm. Aua, ich bin gestunt. Von wem? Von wem und warum? Ich weiß nicht. Ich muss mal da weg. Das ist mir leider nicht möglich. Was? Mich zu stunnen? Ja. Erstens wäre ich im Dauerstun. Wenn du das könntest. Ich schaue immer ein Zombie durchs Loch weg. Mhm. Ist es jetzt hier irgendwo mal ruhiger? Oh, okay. Verdammt. So. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt ist meine kaputt. Red on ya. Ein Wet Towel oder Wet Soapy Towel brauche ich, okay. Auch dafür brauche ich Twine. Also meine Pitchfork ist kaputt. Komplett? Ja. Hab nicht aufgepasst. Mhm. Ich bin draußen. Was? Es sind gerade zwei Gefängnismenschen reinkommen ins Haus. Okay. Ja, die sind auch schnell. Ja. Ah, der eine tritt mit dem Fuß sogar. Ja. Mit dem Fuß treten sie und dann stechen sie mit dem Messer zu. Okay. Die Gans ist eine Stockente. Ja. Da will die korpulente Verkäuferin da nun beraten und sie rennt einfach weg. Ja, ist halt so. Ich habe Angst vor der gehabt. Mhm. Alter Schwede. Das sind meine Blöcke. So. Da hinten, da wollte ich hin, genau.